Willkommen zurück zu Let's Play Hitman Blood Money mit der Mission Bis der Tod uns scheidet. Ein Brief für Mr. Giulio. Danke. Code Red. Sie kriegen noch Trinkgeld. Schon okay. Ich bestehe drauf. Auf dem Tisch, neben dem Bar. Sir? Hallo, 47. Noch ein Auftrag unseres Klienten aus Mississippi. Margot LeBlanc hat den Anführer der Blue Claws geheiratet. Das glückliche Paar wird in Kürze im Rahmen einer privaten Zeremonie mit Freunden und Verwandten feiern. Ihre Zielpersonen sind der Bräutigam und der Brautvater. Der Braut selbst darf nichts passieren. Nach diesem Auftrag können Sie vermutlich in die zivilisierte Welt zurückkehren. Na, das sind ja viele Infos, gut. Ja, Buddy Muldoon, der Name sagt uns eigentlich was. Er ist ja anscheinend der Sohn eines kürzlich verstorbenen Schmugglers. Oh, das tut mir aber leid. Gut, und John LeBlanc, der Vater der Braut, er soll auch dran glauben. Und wir sollen die Braut selber schützen. Das sieht ja fast danach aus, als ob die Braut selber der Kunde ist. Aber naja. Wir wollen ja keine... wie heißt es? Keine... Ich hab den Faden verloren. Wir wollen ja keine Unterstellungen unterbreiten. Den nehmen wir mal noch mit. Sonst gibt's hier nichts mehr, was wir brauchen können. Was gibt's denn für den Silberballer? Hallo? So. Ein großes Magazin. Mehr Kugeln, doppelte Kapazität. Ja, doch. Das passt schon besser. Super. Die Mission, die ist eigentlich, ja, ob einfach oder schwer, das kommt ganz drauf an, wie das Ganze jetzt verläuft. Als allererstes warten wir hier auf den Partygast da vorne. Seht ihr ihn da? Der jetzt gerade da fast am Kotzen ist, oder ist schon am Kotzen. Da haben wir unsere Knarre, okay. Gut. Ja. Um den müssen wir uns jetzt als erstes kümmern, weil wir seine Uniform oder seine Klamotten brauchen, beziehungsweise seine Einladung. Ist schon mal das Erste. Och, Kollege, mach hinne. Und ganz da hinten sehen wir gerade aus der Tür kommen unser erstes Ziel schon. Da ist er. Da müssen wir gleich auch schnell sein, wenn wir den töten wollen. So. Natürlich hat es keiner mitbekommen. Tja. Da können wir ja auch nichts für. Die Einladung nehmen wir mit, den Trommelrevolver nehmen wir mit und den Anzug des Gastes. So. Sieht schon cool aus, 47 mit so einer Kappe. Lässt sich's mitleben. So. Gehen wir als allererstes mal nach dort hinten. Also hier in das Hauptgebäude. So, ich will auch als erstes dafür, dass wir uns den Vater vorknöpfen. Der Vater kommt nämlich gleich. Nee, ich glaube, wir warten erstmal wirklich noch, bis der Vater hier selber hinkommt. Der Vater kommt nämlich hier hin, um sich die Familiengräber anzugucken. Dorthin. Wenn wir dann dorthin gehen, töten wir erst den, dann den, den vielleicht.
Mal gucken, wo ist denn Papi Leblanc? Da ist er, noch im Atrium. Oder in seinem komischen Tropenhaus oder was das hier ist. Ah. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Verdammt. Boah, hab ich mich erschrocken. So. Da vorne ist er, da vorne ist er, da vorne ist er. So. Dann würde ich sagen... Ich glaube, wir wurden entdeckt. So. So, ich hoffe, dass das jetzt hier keinen gestört hat. Ich glaube aber nicht. Ja, so war es jetzt nicht geplant. Eigentlich wollte ich den Brautvater ins Grab schubsen, aber so geht es dann natürlich auch. So, ja, hat er auch keinen anscheinend gestört. Mein Glückwunsch. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Jacob Leiter. Ich bin ein Freund Ihres Vaters. Jacob Leiter, Der Name kommt mir bekannt vor. Ich fürchte, Dad fühlt sich nicht so gut. Er ist vermutlich auf seinem Zimmer. Aber der alte Spinner lässt niemanden in den zweiten Stock. Ich hoffe, er kommt zur Trauung runter. Vielleicht können Sie dann mit ihm sprechen. Das würde mich sehr freuen, Ma'am. Scheiße, da hinten ist er. Willst du unbedingt Ärger? Kein Zutritt und... Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Tanz, mein Mädchen! Holy ho! Holy ho! Komm, ganz schnell, dass wir viele... Mensch, hier Zielscheiben haben. Ah, du schießt doch mit Sicherheit nicht auf mich, mein Freund. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Way, what's up? Wow. Okay, das war unklug. Ich gebe zu, da ist es jetzt gerade mit mir durchgegangen, das war unklug. Wir haben 7 Zeugen. Oh, 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 Problemlöser immerhin noch. Tut mir leid, aber so haben wir immerhin auch ein bisschen Geld bekommen. Mir fällt keine andere Methode ein, außer den Kerl... irgendwie in der Küche da zu töten. Ich glaube, man kann die Torte vergiften. Ich wollte jetzt sie ausprobieren. Ich wollte jetzt einfach mal so machen. Könnt mir eure Möglichkeiten... Oh, das wollte ich eigentlich generell noch sagen. Ihr könnt mir eure Möglichkeiten, wie ihr die Mission lösen würdet, ruhig in die Kommentare schreiben. Ich zeige die Lösung ja nur so, wie man sie im Notfall lösen sollte. Also, wenn man sie überhaupt nicht schafft. So kann es eigentlich dann fast jeder. Klappt auch nicht so alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich den Vater auch ins Grab schubsen, aber shit happens. So ist das jetzt passiert. Wir werden dann mal den Polizeichef bestechen und weitermachen. Problemleser schlägt zu. Guck mal, Bernhard Hohecker wird wieder gesucht.
Der sieht gar nicht so aus, aber egal. Ein Verletzter. Oha. Ach ja, das war der, den wir zum Schluss noch im Bauch geschossen haben. Ein schwerverletzten Opfer. Was? Von einem schwerverletzten Opfer. Ja, doch, das passt. Gut, gut, gut. Ha, jetzt waren wir auf einmal im Waffenumgang wieder geschult. Egal. Rest ist nicht mehr wirklich wichtig. Weiter speichern. Und ich verabschiede mich erneut fürs Zugucken. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Part. Der heißt, nichts geht mehr. Tschüss.